Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM17. Heute geht's gegen Pescara Calcio, unsere alte Liebe sozusagen. Wollen nicht so viel quatschen, wollen gleich ins Spiel reingehen. Haben schon Spieltag sozusagen, ist ja ein Testspiel. So starten wir heute 4-3-3. Ich sag dazu gleich mal ein bisschen was. Möchte nur, nicht allzu viel rumquatschen und wieder Zeit vergeuden, weil wir müssen langsam mal ein bisschen pushen. Ist jetzt schon Folge 4 und wir haben immer noch Vorbereitung. Es muss natürlich viel getan werden, aber geht auch ein bisschen besser. Na gut. Pescara startet im 4-1-3-2. Ja, 4-1-3-2 ist es. Sieht interessant aus. So, eigentlich sogar. Ja, mal schauen, wie das so wird. 4-1-3-2 ist bestimmt eine Formation, gegen die man nicht wirklich oft spielen wird. Gerade deswegen eigentlich jetzt schon interessanter Test, also nehmen wir gerne mit. Manai und Capari sind vorne im Sturm, kennen wir ja bestimmt auch noch eigentlich. Und dahinter dann Aquilani, Vere und Benali. Mal schauen, jetzt Härtetest für uns also. Und für uns gibt es natürlich jetzt auch was Neues, das habe ich ja angekündigt. Und zwar, ja gut, nichts Großes. Das stimmt, wir haben die Laie von Gabriele und von Camoglu fix gemacht, komplett. Da haben wir in der letzten Folge die Angebote rausgeschickt. Die beiden sind jetzt auch gekommen. Hoffen wir mal, dass es gut geht mit den beiden. Gabriele spielt jetzt hier gleich schon links außen. Ersetzt halt Timo Gebhardt, der sich leider ja verletzt hat. Ach, ich glaube, mit den Verletzungen war nur noch viel Pech. Memoja jetzt erstmal mit der ersten Szene. Und Anomerovic fast mit dem Fehler. In Sachen Torhüter müssen wir natürlich auch noch was machen. Sonst ist nicht so viel passiert. Einige Spiele habe ich gescoutet, aber das ist ja nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Und einige Spiele habe ich zum Verkauf angeboten, aber oh neu. Nein! Oh Gott, ey. Warum müssen die sich alle verletzen jetzt? Please, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Oh Mann, ey. Ja, Matthias Henn muss raus. Ja, bisher keine Angebote bekommen, leider. Ist natürlich eigentlich essentiell für uns, dass wir jetzt irgendwie mal Spieler losbekommen. Aber es wird leider nicht einfach. Schrecklich. Ich habe aber übrigens auch die, unsere Squad-Tief habe ich ein bisschen aktualisiert, da werden wir auch gleich immer raufkommen. Jetzt ist mal Jannicke, kommt an Miragi vorbei, könnte den Ball vielleicht in die Mitte spielen. Ah, die ist schön, die Flanke, und wir führen. Gabriele macht's, sehr schön, der darf sich heute bitte nicht verletzen, ansonsten kriege ich langsam echt Angst. Also war eine schöne Flanke von Jannicke auf jeden Fall, also darauf lässt sich, denke ich, mal aufbauen. Auch wenn es nicht ganz so stark verteidigt war. Von Pescara. Aber gut, wir beschweren uns nicht, ne? Canziorra übrigens heute auch wieder Linksverteidiger. Also bei dem ist es so, den möchte ich eigentlich schon echt gerne haben. Ich glaube, ich habe ihm sogar ein Angebot gemacht. Das heißt, ja, wir haben noch weniger Geld. Das gleiche gilt eigentlich auch für Mesmer, aber bei ihm ist es halt so, das ist halt wirklich so, so teuer. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir können uns das nicht leisten. Eigentlich können wir uns gar kein Spiel momentan leisten. Wir müssen eigentlich mit dem Kader gut spielen, den wir jetzt haben, und müssen, wenn dann halt, hoffen, dass wir irgendeinen Spieler geliehen bekommen, der halt wirklich nichts kostet. So wie eben bei Camulo und bei Gabriele. Also, ja, ich würde es mir anders wünschen natürlich. Aber ich glaube, das ist das, worauf wir den Fokus dann legen müssen in diesem Jahr in Sachen Transfers. Weil anders geht's nicht. Außer wir kriegen echt noch einen Verkauf hin, aber das würde mich ehrlich gesagt ziemlich überraschen. Vor allem für gewünschtes Geld. Nicht dann irgendwie Angebote, die dann, ja, keine Ahnung, 500 Euro bringen oder so. Ja, das war ein guter Ball. Und Hoffmann macht's scheiße und Manai macht ihn nicht. Und Memoja auch nicht. Hat Keeper aber sehr gut reagiert, nachdem Hoffmann halt wirklich den Fehler gemacht hat. Ich habe mal bei Torhütern geschaut, da gibt es momentan leider gar keinen, den man sich wirklich leihen kann, also der wirklich gut wäre.
Also da müsste man höchstwahrscheinlich irgendwie versuchen, Geld aufzuwenden, damit wir dann Alomerovic haben. Weil der hat ja zuvor noch Regionalliga, glaube ich, gespielt. Ich glaube, Dortmund 2 war Regionalliga. Die erste Mannschaft hat er, glaube ich, nie gespielt. Ich soll gleich mal schauen und. Ja, das ist scheiße. Wobei es natürlich auch nicht so unfassbar wichtig ist, einen Keeper zu holen. Weil eigentlich haben wir ja Marcel Schuhn, allerdings, ja, er ist jetzt verletzt, super. Ist auch nicht so geil. Ach, es ist ein bisschen frustrierend. Dieses erste Mal Vorbereitung. So, was macht Pescada mit Caprari? Oh, schöne Grätsche. Ja, Cancelo kann vielleicht immer ein bisschen schneller hingehen. Hat den Ball dann aber trotzdem. Aber wir spielen momentan ganz in Ordnung. Also, wir haben mehr Ballbesitz. Spiel an sich ist aber ausgeglichen. Also, auch Ballbesitz natürlich. Heißt nicht wirklich viel. Das ist aber gegen eine Erstligamannschaft aus Italien. Oder natürlich Aufsteiger. Schon ganz ordentlich. Aber solche Fehler, wie jetzt wahrscheinlich kommen werden. Na, mal schauen. Ja, darf man sich da nicht erlauben. Das war dann echt rumgepennt. Ist ja, glaube ich, schon wieder Hoffmann, oder? Ich glaube schon. Auf der rechten Seite müsste es ja eigentlich Hoffmann sein. So, bei Pescara wurde ein bisschen gewechselt. Da möchten wir mal drauf. Regina Vitorini. Ja, den kenne ich auch noch. Kam rein. Und zu Baric. Grundausrichtung bleibt aber gleich. Wobei, nee, Quatsch. Es war jetzt ein 4-3-1-2 und kein 4-1-3-2. Gut gemacht. Vitorini setzt nach. Memo Jai. Oh, die war klasse. Die Flanke war klasse. Und Barbeck macht dann leider das Tor. Ja, haben den Sechser sozusagen ausgetauscht und gegen einen Zehner ersetzt. Jetzt mit Ben Ali da vorne. Leider halt schlecht verteidigt. Zima macht bisher keinen guten Eindruck, muss man sagen. Da werde ich mal wechseln und Benjamina reinbringen, um zu schauen, ob der vielleicht auch was sein kann. Weil mein Wunsch wäre es ja ganz ehrlich, den Vojinovic zu leihen von KSC und den halt hinter Zima zu haben, und Benjamina wird dann verkauft. Weil er halt auch ordentlich Geld bringt, natürlich. Aber ja, gut, das ist jetzt der einzige Wechsel, den man machen muss. Mehr muss ich gar nicht machen. Pescara kommt jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser ran. Haben jetzt mehr Schüsse. Und bessere, hundertprozentige. Oder mehr, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht ganz so geil. Minuten haben wir hier noch. Ja, da geht man sehr langsam immer ran nach und dann geht die Lücke auf. Da haben wir Glück, dass es nicht das 2-1 gibt. Ja, das war schon wieder sehr schlecht verteidigt. Also Defensive müsste man ein bisschen was machen. Weil wenn sie die Lücken aufreißen, obwohl sie nicht wirklich richtig rangehen, dann kann das auch nicht Sinn der Sache sein. Jetzt schon wieder, er geht nicht wirklich richtig rauf, aber zieht die Lücke trotzdem riesig auf und dadurch entsteht jetzt wirklich das 2-1. Das ist ein, ja, dummer Fehler, der so nicht passieren darf. Wenn man hier auf Hoffmann schaut, er geht jetzt ran, aber geht nicht rauf, zieht aber trotzdem diese Lücke jetzt hier komplett auf für Barbeck und der muss nur angespielt werden und denkt sich dann, danke, dass du mir den Weg frei machst. Und Hoffmann muss dann entweder wirklich richtig energisch raufgehen oder er muss halt bei der Lücke bleiben. Aber er darf nicht so halbherzig raufgehen, diese Lücke raus oder aufreißen und halt dann Barbeck gewähren lassen. Und da können die Außenverteidiger auch nichts machen, wenn dann halt Hoffmann so ein Idiot ist, sozusagen. Also jetzt keine großen Beleidigungen gegen ihn, aber wenn er halt so ein Idiot ist, einfach blind rauszulaufen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Da müssen wir auf jeden Fall noch was ansetzen. Mal schauen, ob es taktisch ist. Taktischer Natur, also im Tactics-Screen. Oder halt, ob es jetzt am Spieler liegt, weil es war jetzt schon ein bisschen auffällig, dass es halt wirklich der Hofmann ist, der jetzt gerade wirklich erst reingekommen ist für Matthias Henn. Dann verlieren wir dieses Spiel dann trotzdem verlieren, was echt schade ist, weil wir hatten eine gute erste Halbzeit abgeliefert, die zweite Halbzeit war ganz schön beschissen. Da zeigt sich dann doch dieser Klassenunterschied leider. Wäre sonst echt nice gewesen. Lichtblick auf jeden Fall Jennecke, der jetzt hier nochmal am Ball ist.
der gut gespielt hat. Da ist noch sehr viel zu tun. Auch im Sturm überhaupt nicht funktioniert. Zima sehr schlecht, Benjamina sehr schlecht. Das war nicht gut. Nee, Jungs, ne. Wir müssen halt wirklich noch ganz schön viel machen. Das ist vollkommen egal, dass es Pescara war. Klar, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwie den Erstligisten schlagen, aber wir hatten eine gute Grundbasis gelegt in diesem Spiel und haben dann komplett nachgelassen. Das ist halt das, was nicht passieren darf. Wenn uns Pescara komplett dominiert hätte, auch in der ersten Halbzeit, dann hätte ich das verstanden, dann wäre es nicht schlimm gewesen, weil Pescara ist dann der bessere Verein gewesen. Aber so haben wir diese erste Halbzeit komplett, ne, nicht komplett, haben wir die erste Halbzeit sehr, sehr gut mitgehalten, haben das Tor gemacht, haben die Führung gemacht, haben gut geführt, haben eigentlich defensiv nichts zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit ist halt Kollektivpennen angesagt. Das ist, nee, das darf so nicht passieren. Ach du Schande. Irgendwas ist gerade runtergefallen in der Küche. Ah, Scheiße. Mal schauen, was haben wir denn momentan an Innenverteidigern? Ich habe ja eben gesagt, ich habe das schon aktualisiert, so sieht es jetzt aus. Hätten wir hier eingeplant. Normalerweise würde ich sagen, man kann's verkraften, wenn er halt bis zum Winter ausfallen würde. Aber nicht so, wo jetzt auch Abu Hanna zum Beispiel verletzt ist. Ah, 2200. Ach Quatsch, ist ja die Injektion, die will keiner. 4500, ey. Links oder rechts? Wie lange kann ich auf ihn verzichten? Mal überlegen, wenn wir jetzt startet die Winterpause in der dritten Liga eigentlich auch früher. Wir spielen bis zum 17.12. Jetzt haben wir gerade den 11.7. Also hier wäre er spätestens Mitte Oktober wohl wieder dabei. Und hier erst dann, ja, im neuen Jahr. Ja, diese 4500, ne? Ich kann mir das eigentlich nicht leisten. So rein vom Prinzip her. Es geht jetzt, glaube ich, nicht vom Transfer- oder Gehaltsbudget ab. Aber es wird hier abgehen. Ja, das ist jetzt busy doof. Ich sag 5 Monate. Und mein Ziel ist es dann, noch einen Innenverteidiger per Laie zu holen. Weil ich glaube nicht, dass wir das gut machen können mit diesen 4500. Und ich glaube, dafür werden wir das dann schon irgendwie kompensieren können. Ist natürlich echt scheiße. Also momentan haben wir ganz schön Scheiß am Fuß mit den Verletzungen. Verdammt, ey. Scheiße. Ja, was ist denn noch so passiert? Scouting-Berichte, die alle nicht so geil aussehen. Alessandro Rossi von Lazio. Ein Stürmer. Ich würde ihn. Was wollt ihr? Nee, wollen mit besseren Spielern. Das ist natürlich schade. Und 80 bis 185 kann ich mir leider nicht leisten. Naja. Naja. Ja, scoutet mal diese Spieler bitte. Also wir müssen jetzt eigentlich in dieser Folge größtenteils schauen, wie wir hinkriegen, dass wir ja noch einen Keeper geliehen bekommen.
Dann schauen, was wir im Mittelfeld machen. Dann am besten noch einen Stürmer geliehen bekommen und Linksverteidiger mal schauen, ob man da unterschreibt oder nicht. Rechts außen müsste man eigentlich auch noch was machen. Holy shit. Schon habe ich ihm eigentlich einen. Ja, habe ich. All meine Probleme könnten weg sein, indem jetzt einfach ein gutes Angebot reinkommt für einer der Spieler, die wir nicht brauchen. Aber das wird leider nicht passieren. Mal schauen. Wir gucken einfach mal auf die Leihliste. Was so passiert oder passieren kann. Boris Tashi wäre auf jeden Fall eine Option von Stuggi 2. Ja, wir werden irgendwie der Ausbildungsverein von Stuggi. Aber es ist nicht das, was er spielen sollte bei uns. Aber er könnte es jetzt schon spielen. Also, die Aussage war jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch. Ich meinte, er kann nicht das an die Rolle spielen, die wir verlangen. Nämlich entweder ein Deep Lying Forward, das ist bei ihm an vierter Stelle, oder ein Advanced Forward. Es kann natürlich sein, dass es noch geändert wird, natürlich. Aber dafür wäre er jetzt schon einer der besten von. Ja, von der Stärke her, von der Fähigkeit her, wie wir es hier sehen können. Mal schauen, will denn Stuttgart noch was haben dafür? 450, das wäre aber auch sowas von. Ach so, okay, nichts gesagt. Wir können nur maximal 450 geben, weil wir nicht mehr Geld haben. Die möchten 4500, das können wir uns natürlich nicht leisten. Aber wir können ja trotzdem mal anfangen. Okay, wollen nicht, dann halt nicht. Das sind übrigens die Spieler, die ich gerne verkaufen möchte. Die ich verletzte und dann halt. Spieler, die es höchstwahrscheinlich nicht bei uns schaffen werden. Gadarski ist ja leider, was heißt hier leider, aber er ist ja der Kapitän und ist natürlich ein bisschen blöd. Aber können bestimmt irgendwie so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Aber ich möchte gerne auch so oder so frischen Wind reinbringen mit neuen Spielern. Die Frage ist, wo soll man die hernehmen? Ich weiß es nicht. Sebastian Wimmer wäre noch eine Idee. Könnte auch Innenverteidiger spielen und Mittelfeld, allerdings eher defensiv orientiert. Was möchte Wolfsburg denn dafür haben? Nix. Ja, im Prinzip könnten wir unser komplettes Team einfach mal vollklatschen mit Leihspielern und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ist an sich irgendwie eine doofe Idee, so rein realistisch gesehen. Aber vielleicht in unserem Fall das Beste, was wir aktuell machen können. Wir hätten auf jeden Fall einen weiteren Backup. Ja, machen wir einfach, klar. Er passt ins Team rein, wenn er möchte. Wir hätten einen weiteren Backup. ZTM-Position wäre komplett abgefrühstückt. Wir hätten Backup für einen Innenverteidiger. Es wäre eigentlich sehr gut, weil hier plane ich eigentlich auch so ein bisschen noch mit dem Marco Kofler, dass er dort auch, ja. Entweder Stammspieler wird auf der DM-Position oder halt Backup für Vanwetsch. Allerdings hätten wir da jetzt noch einen, dann sind wir da erstmal komplett auf der sicheren Seite. Und wenn derjenige dann auch, also der Wimmer jetzt auch Innenverteidiger spielen kann, dann alles supi. Also im Prinzip ist das ein guter, wäre das ein guter Transfer. Dann fehlt nur noch der Linksverteidiger, der jetzt unterschreiben soll. Und dann müssen wir uns nur noch um hier, hier und hier kümmern. Mal schauen. Mal schauen, was bei rauskommt. Das Problem ist, solche Spieler hier, die müssen wir natürlich überhaupt nicht angucken, weil wir brauchen dann Spieler, die schon sehr gut sind, die dann aber noch Potenzial haben. Also 3,5 Sterne. Nicht 3,5, sorry, 2,5 Sterne. Würde ich dann nur nehmen, wenn halt wirklich hier mindestens 4 dran sind. Wir haben noch einen von Stuttgart, einen Keeper, den man sich leihen könnte. Bist du denn vielleicht auch so busy Deutscher? Nope. Jetzt die Frage wegen der Regel, die ich im Hinterkopf habe, dass wir doch bitte deutsche U23 oder U21 Spieler aufs Feld bringen sollen. Ich weiß nicht, inwiefern knapp das wird, aufgrund der zweiten Nationalitäten. Momentan haben wir im Team selbst 4 unter 23-Jährige. Was? Spieler unter 17 kann man nicht? Was? Okay. Die Frage ist wegen Johann Berger. Er ist ja dann am 1.1.2017 über 17.
Darf er dann jetzt auch schon spielen? Ich meine ja. Aber sicher bin ich mir nicht. Na gut, mal schauen. Ach ja, in meinem Kopf ackert es, weil ich überlege, was ich machen muss, um gut zu sein. So, können wir hier was machen? Nein. Wir brauchen 21.500. Echt, habe ich so. Ach, das war der scheiß Berater, glaube ich, der so viel Asche wollte. Kriege ich das nicht irgendwie ein bisschen besser verhandelt? Warum habe ich das so hoch gemacht? Wahrscheinlich wirklich, weil der scheiß Berater so viel wollte. Ja. Okay, vielleicht auch nicht. Woher kommen die 21.500? Also der Loyalty-Bonus, definitiv 15.000, aber woher kommt der Rest? Wir sagen erstmal eine Woche, aber 21,5 riecht das nicht besser hin? Okay, Kapfenberger SV möchte auch gerne Sebastian Wimmer haben. Ich hoffe mal, dass wir eher den Vorzug bekommen. Was haben wir denn noch so an Linksverteidigern? Ist irgendwie alles nicht so geil, ne? Also, so Supi-Spieler sind das alles nicht. Viel Österreich. Wir haben noch einen Isländer, den kann man sich immer ruhig anschauen. Oder auch nicht, wenn er eben aus der Scouting-Range ist. Rechts hatten wir schon ein paar gescoutet. Sommaré hat sich verletzt. Für 2 Monate. Bariusartig, 4 bis 5 Wochen. Ja, schön. Schön viele Positionen. Mal schauen, was das für die gerne wollen. Nix, ja. Wir fragen einfach mal an. Wir machen das jetzt einfach mal so, weil. Klar haben wir dann viele, aber die können wir auch alle im Prinzip wegschicken. Was ist das bitte für eine Nation? Das sieht aus wie Tansania. Ist das auch Tansania? Ja, aber bei ihm ist es dann halt so, er ist für die Regeln nicht wirklich gut. Auch wenn wir ja gerade gesehen haben, es würde eigentlich schon gehen. Von den Regeln her. Dass wir es momentan, dass wir es so lassen, wie wir es momentan haben. So, Tashi soll dann kommen, bitte. Er soll dann nicht kommen, wegen dem Gehalt, aber wer soll dann kommen noch? Ich komme überhaupt nicht mehr drauf klar. Ein großes Wirrwarr in meinem Kopf, zu viele Namen, zu viele Spieler. Mann, ey. Sind jetzt übrigens natürlich auch erstmal alles wirklich nur die Spieler, die auf der Leihliste selbst sind. Also Spieler wie beispielsweise jetzt hier, die nicht auf der Leihliste sind, wobei erst auf der Leihliste, die sind dann nicht machbar. Oscar Zawada, der war mal in meinem FM16 Safe mit dem HSV. Ja? Nee? Doch? War der richtig, richtig geil. Man kann ja mal fragen. Also Wolfsburg würde auf jeden Fall schon mal wollen. Nee, der hat dann irgendwann 2022 oder so, ich kann schon wieder nicht hier reden, Alter. Hatte ich den beim HSV in meinem privaten Safe. Und der ging der eigentlich echt gut ab. Aber heißt er nicht, ne? Marjan Sar, ist das der Marjan Sar? Tatsache. Aber Innenverteidiger hätten wir dann echt genug, da müssen wir nichts mehr machen. Auch Akquista-Pace muss dann nicht mehr kommen. Was hat denn Wolfsburg noch so? Haben noch Gandur. Aber ich würde gerne einen naturellen Linksverteidiger haben. Wir gucken einfach mal nach, was die jetzt hier so bringen. Wobei, die können auch noch Linksverteidiger spielen hier. Dann bräuchten wir noch einen im Mittelfeld. Ja, nehmen wir, ach komm, nehmen wir einfach alle mal mit hier. Rechts auch noch. Den nehmen wir auch noch mit. Wie viel verdient ihr? 8.500. Kam er von Tottenham? Gilt ja als sehr großes Talent, aber man hört irgendwie sehr selten was von Hazaoui. Also, ich weiß nicht warum. Wobei in Wolfsburg ist es ja natürlich auch so, dass du nicht unbedingt das große Medieninteresse hast. Also, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal einfach als Beispiel HSV, dass da ein Spieler ist aus der Jugend, der vielleicht ein bisschen interessanter ausschaut, weil HSV kauft sich eigentlich keine Jugendspieler für größere Summen. Das, auf die Idee kommt man gar nicht erst.
Da ist dann natürlich die Berichterstattung in den Medien deutlich größer als bei Wolfsburg. Da ist das Medienecho ja nicht so hoch. So, das Angebot für Baris Atik wurde auch angenommen. Das Fürzer war da auch. Er könnte noch ganz interessant aussehen. Riccardo Stronati. Relativ fix mit 12. Aber ich glaube, Albino Leffe möchte dann eher nicht an uns verleihen, oder? Habe ich mir schon fast gedacht. So, er sieht nicht gut aus. Also, hier müssen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Der hat, glaube ich, keinen Bock auf uns. Mackenzie Gaines. Sieht auf den allerersten Blick jetzt eigentlich besser aus als der Italiener gerade, aber ich glaube, oder? Auch die würden, also auch, was heißt hier die? Ist ja immer noch Wolfsburg, aber auch hier würde Wolfsburg nicht mehr Geld haben wollen. Behalten wir im Hinterkopf den US-Amerikaner. Paul Seguin. Ich glaube, hat er nicht sogar dieses Jahr schon einen Profi-Einsatz gehabt? Also so oder so schon Profi-Einsätze, okay. Aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass sie den nicht verleihen möchten. Wollte ich auch sagen. Das hätte mich jetzt schon sehr, sehr verwundert, hätten sie den auch verleihen wollen. Kentu Malcolm Badu. Mal gucken. Den wollen sie nicht verleihen. Amara Conde. Kann sein, dass der ein bisschen aussieht wie. Nee, doch nicht. Ich wollte erst, wie hieß er? Sissoko? Was? Was Sissoko? Ah, nicht der Sissoko von Tottenham jetzt, sondern der mal bei Levante gekickt hat. Hieß der Sissoko oder war es Sissako? Ah, ich glaube, den habe ich ein bisschen falsch im Kopf. Ich glaube, der sah ein bisschen anders aus. Ja, müsste man auch wieder viel machen. Also so perfekt genial sieht er nicht aus. Aber ihm wäre es dann wieder möglich, ihn zu leihen. Nee, der sah ein bisschen. Also der Sissoko, wenn er denn so heißt, ich weiß es nicht mehr. Der sah ein bisschen erwachsener aus vom Face, ja. Was logisch ist, weil der Typ ist 19. Ach, Mann. Also eigentlich nur bisher zwei, die interessant sein könnten. Links außen lassen wir mal. Gianluca Itta. War das der von Schalke? Nein, der hieß anders, oder? Gut, der hieß anders. Ich glaube aber auch Itta mit Nachnamen. Ja. Vielleicht. Christian Dorda kann das auch spielen. Warum habe ich ihn in meinen. Ach so, weil der 5 Millionen Jahre verletzt ist, deswegen. Wollte ich gerade schon sagen, warum habe ich ihn bitte in meiner U19? Aber ihn kann ich nicht leihen, weil er noch zu jung ist. Ach, er ist nur 17, ups. Sorry. Nicolas Abdad. Noch ein Linksverteidiger. Ja. Den möchten sie nicht verleihen. Und Brekalo? Oh, schöne Werte, aber. Also, wenn wir den geliehen bekommen würden, dann würde ich sagen, ja, wir steigen auf, aber hoch, den werden wir natürlich nie geliehen bekommen. Ja, das wäre aber halt heftig. Aber ich frage doch mal bei dem Condé an. Und bei dem Amerikaner, bei dem ich schon wieder den Namen vergessen habe. Ich glaube, Gaines hieß er. Dann arbeiten wir halt wirklich dieses Jahr sehr mit Leinen und versuchen uns eine gute finanzielle Basis fürs nächste Jahr zu schaffen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, ich glaube, wir sollten nochmal die Werder U23 nachgucken. Hat jemand geschrieben in die Kommentare? Machen wir mal fix. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Spieler, der interessant ist.
Eggestein haben sie schon verliehen anscheinend. Heidenheim, okay. Den anderen Eggestein auch. An Utrecht. Ousmane Mané. Mal schauen. Sonst. Hey, ich möchte gerne keinen ZM haben, der nochmal DM spielen kann, weil das heißt, sie sind meistens dann ein bisschen offensiver eingestellt. Defensiver natürlich. Meine Fresse, was ist los? Wäre der nicht sogar Yannick Sternberg, Ex-HSV. Mal schauen, wie der mittlerweile so ausschaut, aber ich glaube, den möchten sie nicht verleihen. Jetzt gleich werden auch die ganzen Probetrainings auslaufen. Da wird der Kader dann auf einmal auch nach unten gehen. Das heißt natürlich auch überhaupt nichts hier, dass die angenommen wurden, die Angebote, weil die Spieler wollen ja auch oder müssen ja auch erstmal wollen. Sebastian Stolze, noch einer von Wolfsburg offensiv. Schöner Allrounder eigentlich. Wäre sehr interessiert an der Laie. 2,5 Sterne momentan. Kann natürlich eigentlich auch nicht unser Anspruch sein, jetzt nur Spieler zu haben, die 2,5 Sterne haben. Also so oft dürfen wir das nicht mehr machen. Weil dann leidet natürlich auch die Qualität des Kaders. Niklas Schmidt. Na, der sieht mal interessant aus. Aber sowas von interessant. Das wäre eigentlich der perfekte Spieler. Der perfekte Spieler fürs ZM. Aber leider möchte Bremen den nicht ausleihen. Aber das wäre eigentlich der perfekte Spieler. Den bugge ich mal auf die Shortlist. Sternberg wollen sie wohl nicht. Nope, steht auch kein Interesse an der Laie. Wir müssen nicht weitergucken. Okay, dann warten wir jetzt erstmal ab, bis die nächsten Entscheidungen kommen, bevor wir jetzt weiter rumgucken. Also, Linksverteidiger müssen wir auch leihen. Ich glaube nicht, dass das was wird mit einem Transfer. Philipp Andersson zu Paris haben wir schon gesehen. Berardi zu Juventus. Dichilio zu Paris. Elustondo zu Monaco. So, was gibt's Neues? Die Spieler, die wir jetzt hier haben, die wir jetzt hier gescoutet haben, sind jetzt von diesem, ja, von dem Trial Day, den wir gerade als News hatten. Bernhard Kramer. Aha. Selten, dass man Regen eigentlich gleich am Anfang hat. 5 Sterne, das, mal schauen. Wie lange will er den noch scouten? Ich mache mal das Assignment weg und mache ein neues. Möchte nämlich alles über den wissen, weil wenn wir jetzt hier irgendwie einen 16-Jährigen holen könnten, der nichts kostet, ja, schade, Zawada, der sich dann zu einem relativ guten Spieler entwickelt, dann haben wir mal einen guten Deal gemacht. Schade, dass Zawada nicht möchte. Also beim Sturm werden wir auf jeden Fall nichts Neues haben. Jetzt. Wir haben eine 35er-Quote auf den Aufstieg. Die besten Quoten hat Paderborn, dann Duisburg, dann Kiel. Ganz unten Bremen und Lotte. Abstiegsquote ist bei uns 9,5. Ja, müsst natürlich aufpassen. Ja. Wird auch alles sehr wichtig sein, was beim Start passiert, beim Ligastart. Wenn wir da nicht aufpassen und irgendwie mal schnell unten landen, dann wird's gefährlich. Dann wird's richtig gefährlich. So, Rückennummern machen wir alle mal klapp weg hier. Ich mag das eigentlich, wenn wir mal frisch starten können. So, Schuhen kriegt die 1. Wir haben nur einen Wunsch mit Markus Hofmann, der die 2 möchte. Ach, ziehen wir auch noch mit der 38. Okay, die kriegt er natürlich auch. Okay, ich bin anscheinend blind. Es waren sogar noch mehr. Was ist denn heute nur los? Timo Gebhardt die 10. Ja, gut, die kriegt er. Johan Berger, die 8, das ist noch ein bisschen früh für dich, ne? Also. Der ist halt 16, der wird halt kaum spielen, kriegt er die 28. Abu Hanna wird ja eh danach. Ne, er bleibt ja noch ein Jahr, stimmt ja, kriegt er mal die 4. Machen wir mal fix den Rest fertig. Und hoffe, dass dann langsam mal in den News kommen, ne? Ist, ich würde gerne schon jetzt mal neuen Spieler wieder haben. Aber so an sich mache ich mir langsam echt Sorgen. Das klingt natürlich blöd, aber wir haben halt kein Geld und können nichts machen. Kriegt die 11. Huch, nein, das war falsch. Platio kriegt die 11. Pantovic ist nicht wichtig momentan, kriegt die 37.
Andries, ja, den würde ich gerne mal spielen sehen, aber er ist ja mal verletzt gewesen. Bisher Gabriele kriegt die 17. Von den Welch 14. Und Camoglu 24. Und Jennecke die 7. So. Wir haben noch ein Testspiel, das nehmen wir noch mit. Und dann mal schauen. Ja, wir haben schon wieder so wenig gemacht, das fuckt mich ab. So, Hen muss raus, aber ich hau eh erstmal alles raus. Wer hat denn noch kein Spiel gemacht bisher? Jamoglu, genau, kommt rein. Andries ist mir jetzt noch ein bisschen zu gefährlich. Kann ja vielleicht auf die Bank kommen und dann halt mal busy schnuppern. Quistapache hauen wir jetzt mal weg, weil brauchen wir nicht. Florian Kurz, Arthur Merkel auch. Vujinovic würde ich gerne nochmal testen. Hoffen, dass er dann vielleicht irgendwie mal kommen dürfte. Holthaus links hinten, solange wir nicht wissen, ob Kanziora kommt. Gabriele vorne, wobei, da müssen wir vielleicht überlegen. Ich schaue natürlich auch so ein bisschen auf die Fitness. Platini probieren wir mal als Achter aus. Hadamirovic kommt wieder ins Tor. Hoffmann darf normal. Ich probiere ja jetzt dieses Mal links. Erdmann geht dann rechts hin. Kofler als DM. Und ja, das wird dann schon wieder ein bisschen zu unfit. Und dann packen wir noch Vrančić rein. Und rechts vorne, ja. Ja, Jennecke passt schon eigentlich dann. Müssen halt aufpassen, dass er nicht so unfit wird, weil wir haben dann nochmal ein Testspiel. Gegen Schöneberg. Nee, Quatsch. Gegen Mecklenburg-Schwerin. Und ich glaube, dann eine Woche danach ist dann schon Ligastart, oder? Ja. Ja, bevor wir dieses Spiel jetzt machen, würde ich aber sagen, scouten wir mal noch kurz was. Ist busy doof gerade, finde ich. Wir könnten uns noch was leihen wollen. Stuttgart schauen wir auf jeden Fall nochmal. Wen haben die denn noch so in der 19? Rechts wäre sehr gut. Und ah, die Ferrati wäre natürlich auch geil. Also zu scouten, nicht das Spiel an sich, wissen wir noch nicht. Die scouten wir nochmal. Eine zweite Mannschaft, ja. Ui, da ist auch viel los. Ist das denn für eine Nation? Sieht aus wie Somalia. Sandlute, okay. So, dann nehmen wir mal. Wobei der ist so links. Einfach mal scouten. So und Spiel machen. Also wir haben ja gerade gesehen bei Zawada, dass es auf jeden Fall nichts heißt, wenn der Verein das Angebot zur Leihe annimmt. Weil er hat immer noch die Spieler was mitzureden, leider. Also ich glaube, bis zum Ligastart werden wir auch nicht zufrieden werden mit dem Kader. Aber immerhin haben wir jetzt schon die Gewissheit, dass es in der nächsten Folge losgeht mit dem Ligastart. Das Testspiel hier wird höchstwahrscheinlich wenig Aufschluss bieten für höhere Ziele, weil es einfach ein No-Name-Gegner ist. Ja. Bei Vujinovic wissen wir leider auch nicht, wie es ausgeht. Also wir haben jetzt schon zweimal angefragt und zweimal meinte der KSC, die möchten er nicht verleihen. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil im Prinzip sie haben uns den Spieler ja kurzzeitig gegeben. Naja, was ist kurzzeitig? Für eine Woche? Für 4 Wochen natürlich. Gegeben, wenn man auf einen Spieler in der Vorbereitung 4 Wochen verzichten kann, dann ist er eigentlich doch auch nicht so wirklich in Planung. Aber bei denen ist es dann wohl eher daher gestrickt, dass sie halt dann wirklich kein Gehalt zahlen wollen.
Vor allem hat er ein großes Gehalt, ne? Haben wir gesehen, irgendwie, was waren das? 7.000 oder so? Also nicht irre viel verdient. Das können wir uns leider nicht leisten, außer es ist halt wirklich einer da, der sagt, ja, das Gehalt, das übernehmen wir. Und dafür kann der Spieler dann bei euch spielen, ne? Aber den gibt es momentan noch nicht. Und ich bezweifle auch, dass der KSC das machen wird. Aber ich hätte nicht gedacht, muss ich sagen, dass wir wirklich so viel auf Leihen dann ausweichen müssen, wie wir es jetzt machen müssen. Dann können wir eigentlich jetzt schon. Ja, doch, eigentlich jetzt schon, wenn wir den Kader so ansatzweise, so sagen wir mal, zu 80% fertig haben, schon einen Plan für das nächste Jahr, für die nächste Transferphase. Weil uns ja dann so viele Spieler verlassen werden wieder. Weil das natürlich nichts Schlechtes heißen muss. Also, man schiebt es halt auf, aber es ist ja nicht vergessen dadurch. Andries, ist mir noch ein bisschen zu gefährlich, den wechsle ich die letzten 30 oder 20 Minuten ein. Zima kommt aber nochmal rein. Und Cansiora kommt links vorne rein für Gabriele. Ist nicht perfekte Position, aber wird schon irgendwie. Dann müssen wir eigentlich neben dem Plan dann fürs nächste Jahr nur noch hoffen, dass wir dann einen schönen Youth Intake bekommen. Ich weiß nicht, wann der dieses Jahr ist. Also, was ist hier dieses Jahr in dieser Saison ist. Es müsste aber eigentlich wohl, ja, zwischen 26. Februar und 5. März sein, so wie es halt die letzten Jahre immer war. Es zieht sich eigentlich durch alle europäischen Ligen im FM. So, oh, ich habe nicht die Zeit im Auge behalten, ups. So, Andres kommt jetzt rein. Bitte nicht verletzen, ansonsten weine ich. Wirklich jetzt, bitte nicht. Und sonst, Kofler sollte noch raus, da kommt Mesmer noch mal rein, aber der wird uns höchstwahrscheinlich dann auch verlassen, weil er ist einfach zu teuer. Ja. Super. Ja gut, wenn er halt sich ein bisschen am Nacken wehgetan hat, dann ist. Ja, wobei, stand er gerade Nacken? Ich hab. Wir werden es ja gleich sehen. Ne? Fuck. Ne? Was ich gerade sagen wollte, auch wenn jetzt nicht so viele Spieler auf dieser Leihliste sind, muss das nichts heißen, weil es gibt ja auch viele Vereine in echt auch, die ihre Spieler dann erst so zum Ende hin der Transferphase auf die Leihliste packen, weil man einfach weiß, ah, der Kader steht so und so da und eigentlich braucht man den Spieler nicht, aber man möchte ihn noch nicht verkaufen. Bei Andries war übrigens nichts kaputt, zum Glück. Von daher warten wir da oder müssen auch noch ein bisschen warten. So, auf jeden Fall kommt Gaines, Mackenzie Gaines von Wolfsburg rechts außen. Bin ich sehr gespannt. Wird dann Backup für Jennecke. Könnte auch links, könnte auch Sturm. Das ist schon mal sehr schön, dass wir einen Spieler haben, der wenigstens ansatzweise ein bisschen flexibel ist vorne. Ferrati. Momentan nicht wirklich gut. Wäre auch ein Spieler, den müsste man eigentlich über 2 Jahre leihen. Aber momentan ist er eh noch zu jung. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass er 17 ist. Ja, ist auch 17. Müssen wir gar nicht erst nachschauen, oder? Ich schaue gerade wegen der Regel nach. Aber beide sind dann noch 17, wenn das neue Jahr beginnt. Deshalb kann ich es vergessen. Marco Stefanl. Noch einer, der auf beiden Seiten spielen kann, ähnlich wie Andriest. Nürnberg, Bayern, Stuttgart. Hier möchten sie aber Geld haben und das Geld habe ich nicht. Zu jung? Nee, lass mal. Nur 6er. Achso, 34. Oh. Wobei, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir brauchen ja keine Jungen. Wir brauchen noch einfach Spieler, die was drauf haben. Er wäre ja nice. 3 Sterne und eigentlich solide Werte, technisch gesehen. Physisch sind sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es könnte was werden. Aber sie möchten leider zu viel Geld haben.
Eigentlich kann man das so sagen, wenn sie Geld haben wollen, dann ist es eigentlich schon zu viel Geld. Es ist traurig, aber es ist einfach so. Ihn. Auch hier. Aber wobei, hier könnten wir uns das leisten. 500. Ein Stürmer. Ein mitspielender Stürmer, der 1,80 groß ist. Aha. Könnte auch rechts außen. Aha. Du, der sieht gar nicht so scheiße aus. Für 500? Und wir brauchen ja eh noch einen im Sturm. Ganz, ganz doll im Kopf behalten, weil der könnte was werden. 3 Sterne jetzt schon, er hat halt auch gutes Potenzial. Der könnte richtig nice werden. Haben wir noch einen Stürmer? Dürfte aber dann zu teuer sein hier, ne? Ja, oder wollen noch nicht leihen, okay. Ja, doch. Ja, doch. So, Amara Conde kommt auch. Wird dann eher so auf der LZM-Position sein oder eingeplant sein. Wenn halt anscheinend der Wolfsburger Ausbildungsverein wären. Auch Baris Atik kommt. Wenn wir dann halt wirklich das Gefühl haben, dass der Spieler bei uns keine Chance hat, dann werden wir den halt auch gehen lassen. Noch ein US-Amerikaner. Ich glaube aber auf rechts außen sind wir jetzt ganz gut bedient. Schauen wir mal kurz auf den Teamreport. Also Gaines hier, Condé eher nicht. Condé ist dann, wenn dann hier eingeplant. Artie könnte das auch. Hier nehmen wir das mal weg. Condé, nein. Hier die beiden auch weg. Und hier auch. Also ich würde behaupten, rechts ist jetzt momentan gut. Da würden wir nur noch was machen, wenn wir wirklich einen Spieler haben, der deutlich besser aussieht. Deutlich besser aussieht als zum Beispiel. Ja, als Gaines und Artig. Konnte ihr dann hier, links müsst ihr noch was machen, links hinten und dann hier auf dieser Achterposition. Und im Sturm, aber da haben wir gerade schon einen potenziellen Spieler gefunden. Hans Sapai, ja, geil. Ja, das habe ich schon mal gelesen, dass der aus Südafrika kam. Oder war es Südafrika, Liberty? Es war Ghana, sorry. Hat aber eigentlich solide Werte auch schon wieder, ne? Also eigentlich sind die gehighlighteten Stats sehr gut, die sind nicht wirklich wichtig, weil ich habe das falsche an markiert. Ja, Positioning wäre schön, wenn das höher wäre als, sagen wir mal, 7. Aber sonst ist das nicht schlecht. Wir hätten dann, ja, Berger ist natürlich noch sehr jung, also den muss man nicht perfekt einplanen. Aber wäre das nicht vielleicht ein bisschen zu defensiv? Was war. Das ist eh zu jung, oder? Ja, sehr gut. Was mache ich mir dann Gedanken darüber? Immer das Gleiche. Jan Ferdinand. Ja, ist wieder zu defensiv, leider. Oh, Piekenhagen ist Trainer bei Mecklenburg, Schwerin. Eine gute Defensive. So, jetzt fängt es an mit den. Mit dem Auslaufen der Verträge. Aha. Besuschkow, der spielt doch gar nicht, oder? In der dritten Liga. Stuttgart ist doch abgestiegen. Also bitte. Das macht keinen Sinn. Aber ihn würde ich halt auch sehr, sehr gerne haben. Aber Stuttgart möchte ja halt wirklich sehr viel Geld für ihn haben. Möchten die 2000 haben. Das ist schade. So, Mesmer und Mergel werden auf jeden Fall gehen. Da konnten wir uns leider nicht einigen, weil es dann einfach wirklich zu teuer wurde. Gerade bei Mesmer mit den 4200 oder was es war. Das kann sich halt keiner leisten. Also Wimmer ist momentan der Einzige, der so wirklich kommen kann. Oh Gott, ey, das wird immer schlimmer. Aber sonst haben wir momentan nichts. Dann werde ich jetzt mal anfangen bei dem Spieler, den wir uns gerade auf die Shortlist gepackt haben. Oh. Den Stürmer auf jeden Fall. War er hier, oder? Ja. Bei Ardian Morina.
Könnten wir vielleicht so machen, dass wir nur die Hälfte zahlen, wenn er denn spielt, und wenn er nicht spielt, dann die volle Summe? 60%? Ich hau mal noch. Nee, ich hau keine Kaufoption rein. 80%? 90? Leck mich doch am Arsch. Ja, gut, machen wir halt 100. Müssen dann halt wirklich langsam mal Spieler loswerden. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich werde jetzt alle nochmal anbieten für, sagen wir, die Hälfte. Oder vielleicht 30% weniger, als was ich bisher verlangt habe. Und hoffe mal, dass dann irgendwie mal ein Angebot reinkommt. Nächste Folge dann letztes Testspiel und dann geht's richtig los in der dritten Liga. Kader, er ist noch ein bisschen zerrupft, aber wir versuchen aufzubauen. Wir versuchen sehr viel aufzubauen. Und das wird natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen klappen. Das wussten wir. Ja, mal schauen, was wir noch so hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin mit Laien arbeiten. Ich werde mir noch ein paar Spiele anschauen, auf jeden Fall. Werde diese paar Ingame-Tage jetzt bis zum Testspiel nutzen, um halt viele Spieler zu scouten. Wenn dann. Morina und Wimmer kommen sollten, werdet ihr es erfahren. Aber sollte die News kommen, ich werde sie schon mal akzeptieren. Weil nur deswegen eine neue Folge dann starten, machen wir nicht, weil da konzentriere ich mich dann lieber. Gut, also Schlussspurt für mich jetzt. Mache ich alles offscreen. Nicht alles, natürlich mache ich vieles offscreen. Und dann nächste Folge Testspiel gewinnen. Und dann gegen Münster am besten einen sehr guten Start haben. Und dann geht's richtig los und wir gewinnen hoffentlich jedes Spiel und steigen auf. Und dann werden wir Meister und spielen in der Europa League und gewinnen die Europa League. Und dann, ja, das ist schön. So, nächste Folge dann also am Montag. Und dann geht's endlich los mit dem Ligastart. Also bis dahin. Tschö.